Problem, was wir mit falscher Ernährung, mit Adipositas, Diabetes haben oder bekommen werden, wird viel, viel größer sein als die Schäden, die durch Rauchen erzeugt sind. Ich kriege zustimmenden Beifall, dann darf ich das sicher so auch sagen. Und das ist aber im Bewusstsein der Bevölkerung, im Bewusstsein der Entscheider, die da handeln, sicher noch nicht angekommen. Für mich darf ich sagen, wenn ich das aufgreifen darf, ich will, bei mir ist es angekommen. Aber wenn Sie auf der politischen Ebene arbeiten und versuchen, dieses Thema zu platzieren, dann wissen Sie, wie viel Zeit Sie brauchen, wie dick die Bretter sind, die Sie bohren müssen, um da überhaupt einen Schritt weiterzukommen. Wobei vielfach man einfach auch den Eindruck hat, dass die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Bereichen, nehme ich mal die Selbstverwaltung raus und lasse die Politik ein Stück weit außen vor, wie schwierig die Kommunikation dort ist, die Dinge zueinander zu bringen. Da müssen wir mal sehen, welche Möglichkeiten sich da durch die Dinge, die ich jetzt angehen kann, ergeben. Und das können wir nur gesellschaftlich insgesamt erreichen, sodass ich mein Thema, wie ich das noch sagen darf, auch nicht allein für den Gesundheitsbereich interpretieren möchte. Es ist schon eine Querschnittsaufgabe. Wenn wir uns mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen und mehr Sport, eine vernünftige Ernährungsberatung an Schulen platzieren wollen, mehr Sport heißt nicht eine Stunde mehr, sondern Sport, die auch verhindert, dass man Erkrankungen bekommen wie Adipositas und Diabetes, also Ausdauersport nicht nur einmal in der Woche, sondern drei, viermal in der Woche, sondern mit einer vernünftigen Ernährung, dann muss man das auch auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens stellen. Und das darf auch bei Ernährung und Landwirtschaft und Ernährung, wie das bei uns in der Politik heißt, nicht halt machen. Wir müssen uns Gedanken machen über Abläufe, ähnlich wie beim Rauchen. Ich will jetzt keine Szenarien reinstreuen. Meine Partei hat da im Grundsatz auch noch andere Ausrichtungen, deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn wir das da nicht mit angehen können, wird das auf Dauer nicht erfolgreich sein. Diesen Konsens müssen wir versuchen zu erreichen, den gesamtgesellschaftlichen Konsens dort, das zu unternehmen. Dafür würde ich mich gerne einsetzen.